Hey, Sheriff! Hab Sie in Zivil fast nicht erkannt? Ist mein freier Tag. Ich freue mich auf ein ruhiges Wochenende. Wir haben ein Problem. Das sieht aus wie in einem Kriegsgebiet. I play basically a sheriff that has just come back. Ich spiele einen Sheriff, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, um dort die letzten Berufsjahre bis zur Rente zu arbeiten. Er war lange in Los Angeles bei der Drogeneinheit und ein großer Kämpfer, aber die Zeiten sind vorbei und er sagte sich, dass er nun auf die ruhige Art aus dem Job gehen kann. Bis diese brutalen Kriminellen in seiner Stadt auftauchen. Es sind schwer bewaffnete Leute eines Kartells unterwegs zur Grenze. Und sehr wahrscheinlich wollen sie zu euch. Ich habe genug Blut und Tod gesehen. Ich weiß, was uns erwartet. Ich lasse diesen Kerl nicht durch unsere Stadt, ohne mich zu wehren. Ganz recht. It is without any doubt a intense action movie, but es ist ohne Zweifel ein intensiver Actionfilm, aber mit komödiantischen Zügen. Und die Person, die wirklich Comedy in diesen Streifen bringt, ist ohne Zweifel Johnny Knoxville. Er ist einfach großartig. Wenn man je einen seiner Jackass-Filme gesehen hat, weiß man, dass er immer alles in seiner Rolle gibt, inklusive seinem Körper. Einfach für den großen Lacher. In order to get the big laugh out of it. Also machte Arnie den großartigen Johnny und die hübsche Jamie Alexander gleich mit zur Deutschlandpremiere nach Berlin. Er ist einfach fantastisch. Er ist so unglaublich großzügig und sein Spiel so leicht. Alles mit ihm ist einfacher. Ich habe so viel von ihm gelernt, besonders an der Actionfront, also bei den Stunts. Er ist extrem hart im Nehmen. Er hat sich beim Dreh eine Kopfplatzwunde geholt, wurde genäht und eine Stunde später war er wieder am Set. Er ist der Terminator. Es war einfach toll. Ich saß hinten in einem Bus mit einem Maschinengewehr und schoss zusammen mit Arnie. Das ist ein großer Moment in meinem Leben gewesen. Also neben Arnie auf böse Jungs zu schießen, einfach großartig. Es ist das Comeback des Jahres. Endlich tut Arnold Schwarzenegger wieder das, wofür ihn seine Fans lieben. Großkalibrige Waffen abfeuern und die Fäuste fliegen lassen. Nach seinem genialen Gastauftritt in Sylvester Stallones The Expendables 2 wurde das allerdings auch höchste Zeit. Ich habe den Film ausgewählt, weil er ein fantastisches Drehbuch hatte. Es war intensiv, dramatisch, voller Action, was ich liebe und meine Fans von mir sehen wollen. Aber eben auch lustig. Genau wie True Lies, wo man mitten im Film zwar lacht, aber auch Angst hat und es unheimlich wird. Das ist der Grund, warum ich solche Filme unbedingt machen will. Arnie is back, nach seiner Zeit als US-Gouverneur von Kalifornien. Und The Last Stand zeigt uns, wie sehr wir ihn vermisst haben. Wo Schwarzenegger draufsteht, ist auch Schwarzenegger drin. Die volle Dröhnung Action eben. Inklusive selbstironisch cooler Sprüche über das Alter. Dabei muss sich der ehemalige Mr. Universum auch im zarten Alter von 65 nicht hinter seinen jungen Kollegen verstecken. Hasta la vista, Baby. Wie fühlen Sie sich, Sheriff? Alt.